Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Ja, ich wollte ja jetzt die hier weitermachen. Einfach ein Drastesystem wäre natürlich ganz cool, aber da habe ich ja das Problem. Ich kann es ja einfach mal suchen, aber ich hatte das. Leviathan, einfach. Heisenberg. Also. Mir wird das hier ja leider nicht auf der Map angezeigt, das System. Cool, Stufe 55. Beta Mare, Alpha Mare, Rassagul, Ak. Moloch. Nira, Opfern. Ich glaube nicht, dass es hier hinten irgendwo ist. Uff, hier sind aber noch tatsächlich noch einige, würde ich sagen. Jürgens. Boah. Okay, weiter nach rechts geht es nicht. Marduk. Ich schau gleich echt auf mein Handy nach. Weil ich möchte schon eigentlich gerne diese Quest da jetzt mal weg haben. Und der Vorteil ist ja, dass es bringt mir Mann, es bringt mir Geld, es bringt mir Erfahrungspunkte. Und ich bekomme dadurch, steige ich das Level für mein Dings, für meinen Reaktor. Wenn ich den. Alpha Andraste System. Sehr schön, da ist es doch. Geht doch, ey, endlich gefunden. Nach langer, langer Zeit. Danach lande ich mal auf dem Ding, um mir die Erfahrungspunkte dann noch zu gönnen.
einmal ein bisschen Tempo runternehmen und EM-Waffen brauche ich ein bisschen weniger. Jetzt so eins und so einfach ist das. So schnell kriege ich meine Moneys und Erfahrungspunkte und den weiteren für den Level Up. Aluminium bleiben. Mhm. Einmal in Steinwüste. Landestelle sauber. So. Das ist doch direkt mal gut. Hier ist das Wetter auch mal nicht so ganz optimal, würde ich behaupten. Kann ich das Blei scannen? Geht doch. Nickel und Wasser gibt es hier auch. Okay. Und da gibt es noch Wasser. Sehr schön. Dann gehe ich mal dahin in Hoffnung, dass das dann direkt das Planetenmerkmal ist. Definitiv das Planetenmerkmal, das ist hier nämlich dieser nicht so prickelnde Boden. Das ist das nervigste Planetenmerkmal, das es gibt leider. Weil das leider dafür sorgt, dass ich hier schon Probleme habe, da vernünftig hinzukommen. Hey, 300 Erfahrungspunkte, sehr schön. Ich habe eine Idee, wie ich das und schon kann ich einfach hier wieder zur Frontier. Ich stehe mal auf und pack dann erstmal das Zeug ins Lager. Boah, da sind ein paar Sachen dabei, die wiegen ein bisschen mehr. Habe ich hier ansonsten noch
Ja, Leiterpalette kann ich da reinpacken. So, ich Ledervisier, kleines Magazin. Aha, der Speers und ich bin jetzt. Okay, ich würde mal so sagen. Dass das hier. Kleines Magazin, leistungsstark, Laservisier kann ich aber draufpacken. Das hier ist um einiges. Ah, fuck. Okay, sehr gut ist. Oder? Ja, ist da direkt. Aber mir fehlt. Hallo, schön dich zu sehen. Waffenwerkbank. Kann ich noch nichts. Mhm. Kosten beschissen. Aha. Ja, nee, auf Kosten der Präzision bei hoher Entfernung sehe ich mich nicht so. Zielen und Nachladetempo enorm erhöhen. Ja, okay, das macht keinen Unterschied, außer dass es halt leichter ist. Finde ich gut. Kann ich. Würde ich also mitnehmen. Mhm. Neon fehlt mir. Verdammt. Da freue ich mich schon darauf, wenn ich hier panzerbrechende Munition habe. Mhm. Dim. 237. Okay. Einmal abheben. Fluglaufbahn berechnet. Aber ich finde es interessant und cool, dass ich hier für den Planeten ganze 300 Erfahrungspunkte bekommen habe. Das ist schon mal nicht schlecht, das als andere als schlecht sogar. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich da.
Hier ist aber ein gutes Stück mehr los auf dem Planeten. Auf Alpha Andraste 3. Damit habe ich das eine eben gemacht, Diebstahl. Verwall im All. Möchte ich noch nicht machen. Mhm. 4900 Kupfer. Gezielter Schlag, ja, ne. Liefer Uran nach Aquila. Ich schau mal, wo der ist. Also ehrlich, nein. Der hier. Jupp, den würde ich nehmen. Okay, was? Aluminium. Ehrlich, komm, ich kaufe das Zeug mal komplett weg. Hilfe. Schiffsteile kaufe ich auch mal. Wieso nicht? Dann habe ich. Also ich denke, dass das. Dass ich hier gute Chancen habe, auf dem Planeten das Ding hier komplett zu machen. So, weiter 40 Erfahrungspunkte. Aha, da sehe ich doch da hinten was. Toll. Radioaktivität ist hier super auf dem Ding hier. Da ist man natürlich direkt happy, wenn hier die Radioaktivität da ist. Sedativum, Notfallkit. Ehrlich, der hier scheint dichter dran zu sein.
Dann sollte ich erstmal zu dem darüber laufen und dann. Dann mache ich den Spaß mit der Mining-Basis. Wollen wir doch mal. Ich treffe hier gar nicht gerade. Uff, ey. Darum kümmere ich mich gleich weiter. Erstmal ja, stimmt, ja, die zweite Ressource fehlt mir ja auch noch. Einmal das Planetenmerkmal. Irgendwo auf dem Weg dann soll ich doch wahrscheinlich noch die Ressource finden können. Kupfer. Ein neues chemisches Merkmal, das ist doch schon mal sehr gut. So, Kupfer. Und 3 war das jetzt da, wo sind die anderen? Hier irgendwo müssen dann noch 2 weitere. Da ist schon mal 1. Jetzt das. Wo ist das letzte? Komm. Oh, da möchte ich lieber nicht drauf landen. Das könnte nicht so angenehm für mich sein. Sehr schön, Vulkanschlot. Schlot. 200 Erfahrungspunkte. Wo zum Henker ist jetzt aber noch Wasser? Irgendwo auf diesem verdammten Planeten muss ich jetzt noch Wasser finden. Und das dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein.
Hoffe ich zumindest. Alles Kupfer. Irgendwo muss doch Wasser auftauchen. Okay, da hatte ich kurz Schiss, dass da kurz gehangen hat. Wo zum Henker finde ich Wasser? Da? Ja! Wasser, 100 Erfahrungspunkte noch gebracht. Komm. Für die 20 Erfahrungspunkte laufe ich dann nochmal hin. Minus 214 Grad Celsius sind natürlich auch ganz angenehme Temperaturen. Würde ich mal so behaupten. Verlassen Außenposten. Manchmal tut es mir leid, aber nur manchmal. Ist jetzt hier der. Willst du Ärger? Ah, da. Ja. Leicht zu plündern ist zwar nicht glamourös, aber oft profitabel. Das ist eine Helium-3-Anlage. Naja, war es mal. Jo, Und ich dachte, der Tag wird langweilig. Da kommt das Blut in Ballon, hä? Komm, komm da raus. Fernglas, Tja, der ist entkommen. Mm-hmm.
geil, das war ein geiler Schuss. Jo, einmal hopp. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen was gekillt. Jo, du einmal tot. Mal schauen, was ich hier so... Ach komm. Da eben links noch was gesehen. Also, ihr braucht nicht denken, dass ich das übersehen hätte. Schon mal was von einem Frachtraum gehört? Jupp. Da kommt das auch alles schön rein dann. Komm. Ja, Schmuggelware, sehr schön. Eigentlich ganz gut aus, finde ich. Die Frage ist nur... Kann ich den nur... So...
Sehr schön. War natürlich mal wieder sehr intelligent hier, was ich gerade gemacht habe. Die beiden müssen hier auf jeden Fall. So. Na komm, hat einen guten Wiederverkaufswert. Nehme ich mal mit. Erklärer Brennstoff nehme ich auch mit. Ich habe ja. Ich bin ja sowieso schon voll. Da kann ich auch. Da kann ich auch gleich richtig looten. Hier sind noch Sachen, die hatte ich eben gerade übersehen gehabt. Ja, Quartier. Schau ich durch. Die suche ich hier dann nochmal. Ich wollte zwar nicht den Safe gerade, sondern eigentlich erstmal den. So. Kratzig, Synapse Alpha, Heilmittel, yep. Hier gibt es aber ganz gut was zu looten. Oh, die Dietrich und Quetsticks noch mal wieder. Oh, über die Entstehung der Arten. Komm, ich hab Quetsticks noch mal wieder. Dann habe ich hier jetzt soweit offenbar das alles gelootet. Dann. Oh, hier ist auch noch einiges. Hm.
Jo. Sehr schön. Editech, Markerordner. Hier noch. Okay, da scheinen wir dann nicht mehr zu sein. Trainierst du für einen Wettkampf im Gewichtheben? Ich hätte nichts dagegen, wenn ich dadurch mehr, mehr maximale Traglast bekommen würde. So, ich würde sagen, dann bin ich hier fertig und gehe mal rüber hier zu meiner Frontier. Cockpit aufstehen und erstmal verräumen. Ich hinterfrage jetzt mal nicht, was gerade mit euch abgeht, aber hey. Just do your things. Inferno-Mine, jupp, auch zwei. Rucksäcke. Mit dem Zeug fliege ich jetzt erstmal zum Bau. Antrieb gestartet. Los geht's. Wir sind wieder im Orbit. Da ist eine Anomalie, da reise ich mal hin. Das interessiert mich jetzt, was da ist. Schlachtfeldtrümmer entdeckt. Okay, Ressourcen 6, Ökosysteme 2. Mhm. Hundertfünfundzwanzig Erfahrungspunkte habe ich jetzt hier direkt schon mal bekommen. Was ist eigentlich gerade
Achso. Der hat jetzt den wieder drin, aber das möchte ich ja gerade noch nicht machen. Ich möchte ja... einmal zum Bau fliegen. Varun hat dir alles platt gemacht. Das wirkt bis heute nach. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht zu Firma. Schön, dich zu sehen. Es gibt auf der ganzen... Jupp, die hat ein neues Session. Das heißt, ich kann Dinge verscherbeln, sonstiges. Mhm. So. Dann schaue ich doch mal. Elf Millimeter höhenlos. Mhm. Höhenlos. Mhm. Warte mal, stimmt, ich sollte... Ah. Die Dietriche kann ich nicht kaufen. So wie es aussieht. Dann ist es mir auch relativ wumpe. Töte Gesetze auf den Mhm. Piraterie macht Exil-System möchte ich gerade noch nicht machen. Da auch noch nicht so aktuell. Heinlein. Planeten Oberon. Schlag auf der Flucht. Krawall im All, hä? Hm. 4.917 fehlt mir dafür. Also ich denke, dass ich... sowas da langsam machen sollte. Aber ehrlich, als erstes fliege ich jetzt nochmal zum Mars und schaue, dass ich wieder Planetendaten an den einen Typen verscherbelt bekomme. Wegen dem Scan kann ich da nicht direkt landen, sondern er möchte mich da...
Okay, 92, so sieht's gerade aus. Dafür muss ich noch einen weiteren Schuss zerstören, bevor ich das kriege. Da fehlt mir auch noch ein klein wenig. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Da brauche ich auch noch was. Das brauche ich eigentlich nicht aktuell, denke ich. Waffentechnik. Anzug zu sein, sollte ich eigentlich auch mal weiter reinstecken. Chemie. Ah, das stimmt ja eigentlich. Eigentlich sollte ich mal Spezialprojekte auch bald anfangen. Ich habe echt eigentlich viel zu viele Dinge, die ich immer tun muss. Und zu denen ich nie komme. Mir fehlt da auch wirklich ein bisschen die EP. Weil es da wirklich einige Sachen gibt, die ich eigentlich noch freischalten müsste. Wiederzusehen. Wartest du etwas? Sehr gut. Lass mich mal. So. Den kannst du mir nicht bezahlen. Ray. Also ich hoffe, dass dann bald mal... Bis dann. Ich hoffe, dass er bald mal mehr Moneys bekommt, weil so... Manchmal hätte ich gerne einen leichteren Job. Also kann ich ihm die wirklich guten Dinger gar nicht verkaufen aktuell. Da habe ich gerade noch keine Mission. Dann gehe ich erstmal bei der Absturzstelle runter. Also das würde ich halt mit eigentlich 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr in dieser Folge schaffen, das alles, aber... Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Aber in der nächsten Folge habe ich gute Chancen, das Ding hier abzuschließen, denke ich. Außer ich habe wirklich sehr, sehr viel Pech. Was Planeten an die Satz musst du unter Umständen... versuche einen Planeten zu landen, wenn du Landmarken nimmst, dann gefahren sind, wohl bei auf Gebiete in deinem Fall. Mit einem Scanner, um die Reichweite deines Scanners zu erhöhen. Jetzt wird mir also das erklärt. Hoffentlich wirst du fündig. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt hier schon sehr gut bin ich jetzt schon dabei, hier das abzuschließen und zu scannen.
Uff, ey, hier geht's aber richtig. Hi, T-Rex. Eliminiere 300 Kreaturen, aha. Okay. Schön, Spaß. Also, gerade geht das hier sehr gut und schnell alles. Okay, Flora habe ich gleich. Wo wollte ich denn eigentlich jetzt genau hin? Da hinten ist in 300 Entfernung etwas. Dort ist in 800. Dafür müsste ich da nach oben. Dann würde ich erstmal dort nachschauen. Da hinten sehe ich doch was. Einmal. Hi, du nochmal. Und hier sind einige von denen. Das heißt, komm. Jo, sehr schön. Aber ich würde sagen, dass ich hier jetzt mal kurz diese Folge beende. Ich denke, dass ich sehr gute Chancen habe, diese Mission hier nächstes Mal zu Ende zu führen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.